Hi Leute, hier ist wieder eure Sky Dorissa mit einem neuen Uploadplan-Video. Mit dem heutigen Start von Wind Waker HD, ich hoffe, ihr freut euch alle darüber, habe ich mich entschlossen, auch wieder einen neuen Uploadplan zu machen. Gültig ab heute seht ihr in diesem wunderschönen Bild das zukünftige Placement aller Upload-Slots in Anführungsstrichen, wie es halt in nächster Zukunft laufen wird mit den einzelnen Video-Uploads. Es wird weiterhin täglich Kingdom Hearts 3 geben, bis ich an einem Punkt bin, wo ich gegebenenfalls mehr Vorbereitung oder so benötige, aber ich denke, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Ansonsten montags und dienstags, also montags, mittwochs, freitags und sonntags wird es Wind Waker HD geben in nächster Zukunft. Dienstags, donnerstags und samstags wiederum Persona 5. Und ich denke, dass man mit diesem Uploadplan fürs Erste doch ganz gut leben kann. Aber noch eine andere Kleinigkeit. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, für alle, die nicht regulär in meinen Streams sind und das am Mittwoch mitbekommen haben. Heute Abend ab 20 Uhr wird es wieder einen Twitch-Stream geben. Wir spielen heute ein Geburtstagsgeschenk, das ich bekommen habe. Nämlich Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Und für mich ist es blind. Ich habe zwar Xenoblade 2 gespielt, aber Xenoblade Chronicles nicht. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant werden. Ich hoffe, ihr habt Zeit und habt Lust, vorbeizukommen. Wer es möchte, Link ist in der Beschreibung. Ich habe außerdem Open End angedacht. Wir gucken einfach mal, wie es läuft mit dem Stream. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Bock und kommt rum. Bis dann, Leute. Bye, bye. Und bleibt gesund.